Namentlich möchte ich begrüßen Frau Altner als unsere Bürgervorsteherin, Herr Züker als Kreispräsidenten des Kreises Segeberg. Dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Reichmann, da steht er genau, als Landesgeschäftsführer. Und ich begrüße auch den Kreisvorsitzenden des Deutschen Jugendherberg, Herrn Zolling, mir wohl bekannt, weil sein Sohn Kollege von mir ist, ganz genau. Ja. Und alle anderen sind natürlich auch ganz, ganz herzlich hier in unseren Räumen begrüßt und herzlich willkommen, auch im Namen meines Kollegen Herrn Diephaus, das ist unser Filialleiter hier in Bad Segeberg, hier für die Filiale Bad Segeberg verantwortlich. Mein Name ist Kai Kreper, ich bin Privatkundendirektor hier im Hause, also verantwortlich für das Privatkundengeschäft, man kann sagen im Kreis Segeberg, ne? In Klammern außer Bad Barmstedt und Wohnstedt, die anderen sind nur mit Zerranen zugeschlagen. Ja, wir freuen uns, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen, dass wir Sie auch eine ganze Zeit mit der Ausstellung hier in unseren Räumen beherbergen dürfen. Das haben wir sehr gerne getan, weil da so eine Win-Win-Situation, wie man so neudeutsch ja sagt, draußen steht aus so einer Ausstellung. Einerseits, glaube ich, liefern wir Ihnen Frequenz, weil gerade die Ausstellungen in Banken und insbesondere auch in der Sparkasse immer fleißig besucht werden, weil wir eben einen großen Kundenstrom haben und insofern auch viele Kunden und auch Nicht-Kunden da drauf schauen und wirklich interessiert auch die Ausstellung annehmen. Und auf der anderen Seite bieten wir dadurch unseren Kunden natürlich auch etwas Interessantes. Neben dem in Anführungsstrichen schnöden Bankgeschäft haben wir hier immer wieder interessante Themen und insbesondere die historischen Themen. Und ein Stück weit ist es ja ein wirklich historisches Thema, ein ganz stolzes Thema, ein stolzes Jubiläum, zu dem ich hiermit auch gratuliere. Gerade diese Themen werden immer sehr, sehr, sehr gut angenommen. Und da freuen wir uns, Herr Diephaus. Wir haben letzte Woche noch eine Kunstausstellung hier gehabt. Da kommen dann in der Regel die Kunstinteressierten. Aber zu einer historischen Ausstellung, da ist die Hütte noch mal voller. Und da, wie gesagt, freuen wir uns ganz besonders. Insofern herzlich willkommen. Jetzt darf ich. Ja, vielen Dank für die wunderbare Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, als Sie auf meinem Schreibtisch ankamen. Jugendherberge, eine große Freude für mich. Die Grüße und besten Wünsche. Ich sage es einfach mal, für das nächste Jahrhundert und die nächsten Jahrzehnte in Bezug auf Bad Segeberg zu überbringen. Herr Reichmann, 100 Jahre, fantastisch. Ich habe gestern Abend einmal geklickert, als ich meinen Kalender sah für diese Woche. Das ist immer so meine Samstagabendübung, denke ich, Jugendherberge, schau mal. Ist ja eine fantastische Festschrift auch. Ich habe sie einmal gelesen und mir gleich notiert, aus dem Großwort unseres Ministerpräsidenten. Sicher und erschwinglich. Genau, ich denke, das sind die Worte, die es auch kennzeichnen. Und so habe ich auch die Jugendherberge in Erinnerung. Sicher, erschwinglich und unsere Jugendherberge, lieber Herr Zolling, in Bad Segeberg. Da gibt es ja auch einige Berührungspunkte. Nicht sicher und nicht nur sicher und erschwinglich, sondern auch international. Ich erinnere mich, Herr Reichmann, als die Japaner hier zu Besuch waren und da habe ich auch erst mal erfahren, wie wegweisend auch die Einrichtung der Jugendherbergen ist und dass sie sogar in Japan, von hier aus gesehen, sage ich mal, am anderen Ende des Globus, auf großes Interesse stoßen. Mit Wünsche und Grüße des Kreises Segeberg, des Kreistages, aber auch unserer Landwirtin Frau Hartwig. Diese Jubiläen geben natürlich Anlass, ein bisschen nachzudenken und da kommen Ihnen, wie bei Frau Altner, natürlich erstmal sehr persönliche Erinnerungen auch auf. Mitte der 50er Jahre, als ich mit meinem Vater dann Radfahrten durch Norddeutschland machte und natürlich die Jugendherbergen, die Übernachtungsstätten waren. Die waren erschwinglich, aber sie waren auch angemessen. Denn es ging ja nicht nur darum, zu dieser Zeit, jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht nur darum, jetzt das Reisen überhaupt zu ermöglichen, das war sicherlich auch anders schon möglich, sondern auch besondere Erlebnisse zu schaffen. Und insofern die zugenähten Hosen sind das eine, aber auch, dass man Menschen dort traf in diesen Jugendherbergen, die man sonst nicht getroffen hätte, dass man ganz unkompliziert mit ihnen in Verbindung treten konnte, das war ein besonderes Markenzeichen der Jugendherbergen. Neben vielen anderen Dingen natürlich auch, die heute in Jugendherbergen allgemein gar nicht mehr. Der Verband hat seinen Part dazu getan, um stabil zu bleiben. Aber was wäre dieser Verband, wenn er nicht Partner hätte, wenn er nicht Menschen hätte, die sich intensiv für ihn engagieren? An dieser Stelle, Herr Zolling, Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern
herzlichen Glückwunsch für die Anstrengungen, die Sie in diesem Jahr hier unternehmen mit mehreren Veranstaltungen als Kreisverband des Jugendherbergswerks. In diesem Sinne überbringe ich die Grüße auch unseres Vorstandes, hauptamtlicher, ehrenamtlicher Vorstand, Montagmorgen. Keine besonders günstige Konstellation, deswegen bitte ich Sie, mit mir Vorlieb zu nehmen. Das Hauptamt kann sich dann freimachen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und diese Ausstellung mit zu eröffnen. Frau Altner, Herr Zöker, vielen Dank für die Stichpunkte, die Sie in Ihren freundlichen Grußworten gefunden haben, die in der Tat sehr viel am Spektrum abbilden, um was es heute geht. Es gibt noch einen Aspekt dazu, der mich wieder zur Sparkasse bringt. Da gibt es viele Vergleichbarkeiten. Ich bin so lange beim Verband, dass ich das 75-jährige Jubiläum 1989 schon mitbetreuen durfte. Und es war sicher kein Zufall, dass wir auch damals schon Ausstellungen in Sparkassen gehabt haben. Da gibt es nämlich durchaus gemeinsame Grundorientierung und Wurzeln in der Gemeinwohlorientierung und deswegen haben uns Sparkassen von Anfang an begleitet. Unsere Hausbank in Hamburg, eine der größeren in Deutschland, nicht ohne Grund. Ich freue mich deswegen besonders hier zu sein. Es ist für mich ein Ausdruck einer sehr schönen Partnerschaft. Heute hatten wir das im Zimmer und hatten teilweise sogar die Toilette und die Dusche mit im eigenen Zimmer. Und wichtig ist dabei auch das Erlebnis, was die Familien, die Kinder miteinander haben. Ich durfte vor circa 3 Wochen, 4 Wochen, war Ostern auf Indianisch hier in der Jugendherberge. Und ob Sie es glauben wollen oder nicht, aber wie ein Indianer zu sitzen im Tipi, ist nicht ganz einfach. Ich hatte Probleme, nach einer Stunde wieder hochzukommen. Nur mal so. Und dieses werden wir, haben wir ja auch letztlich allen vermittelt. Nur, wir müssen dabei sagen, wie vorher schon erwähnt, ohne Hilfe anderer geht es. Dort gab es 20 Strohsäcke mit Decken, Waschgelegenheit und Kochgelegenheit. Und man musste sich anmelden. 4 Zimmer, 3 Übernachtungszimmer und einen Tagesraum, wieder mit Waschgelegenheit und natürlich auch Kochgelegenheit. Und in den anderen Räumen, die ja noch da waren, da zog die Kreiswehr, die Kreisführerschule ein, der NSDAP. Die Stadt Segeberg gab extra, damit das eingerichtet werden konnte, 4.600 Reichsmark, kein Wunder. Denn der Bürgermeister war gleichzeitig Ortsgruppenleiter und Schulungsleiter Eberhard Hiram. Die Jugendherberge, also nach 20 Lehrgängen war das aus mit der Kreisführerschulung. Und dann nutzte man die Räume anderweitig eben für die NS-Jugendbewegung. Jungvolk, HJ, BDM. Jungmädel und so weiter und so fort. Die machten dort ihre Wochenendlehrgänge, Heimabende und so weiter. Die Jugendherberge durfte ihre 4 Räume weiterhin nutzen. Bis zum Ende des Krieges, bis zum Ende des Krieges und 1945 zogen die Engländer dort ein und zwar mit einer German Mine Search and Administration, eine Suchtruppe für Waffen, Minen und Munition. Viele, viele LKWs und das machten die Engländer ja nicht, das war ja viel zu gefährlich. Also kamen die deutschen entlassenen Lanzer dazu, die mussten dort mit. Und die Abkürzung GMSA, ja, wurde dann umgedichtet, ja, von den Deutschen. Wo bist du? Geh mit, such Adolf. Das ging bis 1948. Dann zog die Berufsschule dort ein, die dann wieder ins Leben kam, bis 1954. Die Jugendherberge konnte dann nur noch 2 Räume nutzen. Die anderen 7 Räume
hatte die Berufsschule. Als die Berufsschule dann fertig war, Kreisberufsschule an der Theodor-Schaum-Straße, das ist 1954 gewesen, da stand das gesamte Gebäude der Jugendherberge wieder zur Verfügung. Das Gebäude selber von 1909 erbaut, nie was gemacht worden war, marode. Und da kam die Stadt und hat dem Jugendherbergswerk am 9. November 1954 das gesamte Gebäude und das Gelände geschenkt. Sofort ist das Jugendherbergswerk angefangen und hat die Jugendherberge umgebaut in dieser ersten Bauphase und stand nun voll und ganz so zur Verfügung. Es wurde natürlich angenommen, Klassenfahrten, Wanderfahrten und so, wie das war. Die hatten auch schon damals 1960, Ende der 60er Jahre, 17.000 Übernachtungen und die Zeitung schrieb so schön, ja, da wäre jedes Hotel begeistert, solche Übernachtungszahlen zu haben. Der große Umbruch nach 32 Jahren wurde das ja Zeit. Die Ansprüche stiegen immer weiter. Und im Wintermonaten 92, 93 hat der Siegeberger Architekt Egon Heske dann das Gebäude grundlegend umgebaut. Und im Mai 1993 wurde es dann eingeweiht. Und unser damaliger Bürgermeister, ein Brunnen-Fan und kein Mai-Fan, der hat dann gesagt, dass diesen Bezug hin, die Karl-May-Jugendherberge. Und heute, ich habe das aus dem Internet rausgeholt, 48...